Endlich unseren großen Häuptling, also na, nicht der Wilhelm Tell da, weil ich so Dinge da hatte. Wilhelm Patsch da hat halt unseren Obergrin, hat Feuer freigegeben. Also die Gänse im Fleebad, im gut alten Woch, haben ausgeschnattert. Gekackt wird jetzt wo anders. Ich habe ja gestern noch mit unserem Bäuermeister Reiser telefoniert. Der war nämlich gerade am Nil, also wirklich, der ist gerade am Nil und wollte sich weiterbilden in Sachen Nilgänse. Aber der war kein, wie er gefragt hat, wo sich die Gänse denn aufhalten täten, hat er gesagt, kriegt, die wären alle in Darmstadt. Und wenn sie dort alles zugeschissen hätten, kämen sie wieder heim. Wenn sie sich nicht vorher totgelacht hätten über der Heuner ihren Gänseabschreckungszaun. Aber nichts da. Jetzt hat unser Frontpazifist Jochen seine grüne Gesinnung, die ja sowieso schon hin und vorne prickelig ist, ganz an der Nagel gehängt und Kri sein lassen. Für mich sind die Krine sowieso wie Schafe, die Mahne, der Wolf wäre ein Vegetarier. Aber sei es drum, ich bin ausnahmsweise mal auf dem Bad seiner Seite. Ich werde ihm helfen. Ich habe denen Gänse schon versprochen, dass sie in ihrem Weihnachtsurlaub schön braun werden und ich werde sie mit meinem futuristischen Schießgerät abschießen. Nachdenken sollten wir vielleicht mal drüber über unseren Magistrat Aach, ob wir den nicht vielleicht Aach noch nicht abschießen. Also abschießen will ich sie nicht, so rabiat bin ich ja gar nicht. Ich täte sie vielleicht nur gern auswildern. Also ich habe hier wieder im Hans-Rolf Roberts ein bisschen geblättert und habe hier wieder eine wunderschöne Anekdote gefunden, die passt, wie die Faustus auch, was Darmstadt angeht. Da hat er geschrieben, etwa 1850 tagte im Schloss der große Generalstab. Einen solchen hatte Darmstadt. Man sprach darüber, ob Hessen-Darmstadt im Kampf gegen die aus Russland abziehende napoleonische Truppe die gesamte Artillerie einsetzen oder eine strategische Reserve einbehalten sollte. Als nach langer Diskussion ein Gesprächsergebnis nicht abzusehen war und die Mittagessenszeit nahte, entschied Großherzog Ludwig I., ei, dann nehmt sie doch alle zwei. Hessen-Darmstadt hatte nämlich nur zwei Kanonen. Und das ist meines Erachtens die Schlüsselanekdote zur Erkenntnis des Darmstädters. Einen großen Generalstab hatten wir wie die großen Staaten. In Darmstadt war das allerdings eher eine Debattierinstitution, denn dahinter standen eben nur lächerliche zwei Kanonen. Darmstadt sah sich immer gern größer als es war. Und dort hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Wir machen Sprich, dass da online Leute die Ohren bluten. Wir sind eine Wissenschaftsstadt. Wir sind eine Digitalstadt und neuerdings sind wir auch noch eine Zukunftsstadt. Wobei ich ja sage, wir kriegen nichts gebacken City. Wir leben hier einfach schon viel zu lange nach dem Motto, an manchen Tagen geht alles schief, aber dafür klappt an den anderen Tagen gar nichts. Wir lassen es einfach so plätschern. So wie jetzt unser ehemaliger Kriegbaudezernentin Brigitte Lindscheid diese 2014 fortgelobt habe auf der RP-Poste. Die lässt es jetzt auch plätschern und hat gerade dort, wo online sparsam mit der Ressource umgehen, erlaubt, dass über 1 Million Kubikmeter Grundwasser mehr entnommen werden darf, obwohl rundherum der Kram verdärt und nicht nur, weil es gerade im Moment so heiß ist. Aber was schwätze ich damit? Ich glaube ja sowieso, wenn Sie einen von unseren Großkopfer der Frage täte, wie komme ich denn hier zur Vernunft, dann täte er antworten, tut mir leid, ich bin auch nicht von hier.
Also ich liebe ja unseren Bauverein. Ich liebe vor allem den Namen vom Bauverein, den er sich heute noch auf die Bratbrust heft. Obwohl er weder was baut, sondern höchstens bauen lässt. Und ein Verein ist es ja schon gar nicht. Dann in einem Verein wird ja überwiegend ehrenamtlich agiert. Und das kann man ja von der städtischen AG, also der Absahnungsgesellschaft, gerade nicht behaupten. Ne? Auf jeden Fall täten sich die neuen Gründerväter vom Bauverein im Grab vor Schamgefühl wegdrehen, wenn sie die Geschäftemacherei von Heizer täten. Die Vorfahren haben nämlich 1864, so lange ist das schon her, bei der Gründung in ihr Satzung geschrieben, der Verein hat den Zweck, in geeigneten Lagen hiesiger Stadt gesunde und billige Wohnungen für Arbeiterfamilien zu beschaffen. Und von dem großen Ziel hatte sich aber schon die Rote Socke in ihrer Regierungszeit in der Heunerstadt verabschiedet, wie sie nämlich unser Großkupferte mit dem dicken Geldbeutel in die Sozialwohnungen gelassen haben. Also sozusagen Wohnungen für Besserverdienende gebaut haben, bis das von Gesetzes wegen abgeschafft worden ist. Und da waren die Rote beleidigt und dann haben sie halt gar nichts mehr gemacht für sozial Schwache. Und heute macht Kri Schwarz mit seinem Bauverein der Rebach, wollen sie großzügig renovieren und dann die Miete bis zu 30% erhöhen, wie jetzt im Rödenring oder in der Soderstraße. Wir hatten Bub seinen Papa gefragt, Papa, was ist ein Reichtum? Hat der Papa gesagt, Sekt, Kaviar und schöne Weibsleute. Und Papa, und wann ist man arm? Hat der Papa gesagt, arm ist man, wenn man Oettinger Bier trinke, Leberwurst esse und eine Wohnung beim Bauverein bezahlen muss.